Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Kommt da rum. Ups. Ja, wir werden jetzt anfangen langsam mit dem Silo voll machen. Ne? Also muss mal gucken, wie das klappt. Jetzt scheint zu funktionieren. Dann können wir gleich den zweiten einstellen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Rein optisch. Wir müssen dann nur ein bisschen verschieben, verteilen. Ja, gucken wir gleich den zweiten nach. Nee, ich nicht. So, LKW. Dann nehmen wir den Fan für die zweite Spur. Spur 2. Und fertig. Den anderen hier, der gerade gefahren ist. Den nehmen wir Spur 3. Spur 3. Den nehmen wir Spur 4 nehmen. So ein sauberer. So. Den nächsten werden wir mal schauen. Der fährt auf Spur 1. Einen habe ich noch einen freien Traktor, den wollen wir gleich nutzen. Und zwar den nicht, das LKW. Den auch nicht. Den da. K2. Dann können wir gleich mal eine Fliege in der zweite in der Klappe schlagen. Hier haben wir noch ein Gewicht. Irgendwo. Da oben. Dann nehmen wir das hier gleich. Dann fahren wir zum Händler und kaufen noch einen Anhänger. Schön, ne? Oder wir können ja auch Dings nehmen hier für Hexenblut hier, für Gras sammeln. Das können wir auch nehmen. Warum kann ich es kaufen? Das ist dann noch besser. Warum? Was kaufen wir, was hat, ne? Für Mais reicht es ja aus. Für die fünfte Spur. Ja, das verkehrt dann. Müsste man nur für fünf verschiedene Faktoren haben oder Anhänger. Man weiß, was ist, wenn man nur Faktoren zahlt auch mal, ne? Rein theoretisch, ne? Aber die brauchen noch einen Radlader, das ist mal das erste. So. Anhänger suchen, ne? Den blauen nicht hier, aber den anderen, ne? Und dann geht los hier mit Silo voll machen. Machen wir uns erstmal Silo voll. Parameter ist später dran. Können wir nicht aus dem Lager holen, ne? Ist ja nicht so dramatisch, dass wir jetzt da unbedingt das Ding voll machen müssen. Und da werden wir mit einem Radlader später einen Traktor beladen mit Anhänger und den werden wir entsprechend zum Tor schicken. Silo. So, da haben wir schon einen. Den Tunemaker, wie er heißt, ne? Den nehmen wir gleich. Gibt hier Esel und so rum. Traktor ist vollgetankt. So, halbwegs mit Teile. Ja, normalerweise gehen die Traktoren nicht kaputt. Aber halt die Verschleißteile halt, ne? Das ist ja halt so, ne? So, Ladewagen ist auch einigermaßen noch. Das passt schon. So, den werden wir jetzt einstellen. Und zwar schicken wir den mal hier in Richtung Kurse, die fahren können. Ne? Also hier in der Kurse. So, okay. Drescher nehmen wir theoretisch, ne? Dann Feldmow 38. Und Ablan Spur 5. Damit wir überall gleichmäßig was haben. Ne? Und jetzt kaufen wir uns ein Radlader. Ne? Wir haben ja mehrere zur Auswahl. Ne? Also, das wäre der ganz große. Übertrieben. Wir nehmen mal hier den Glas. Ist ja eigentlich auch ein Glaspaket als Zugabe für Frühbesteller. Ne? Also konfigurieren. Ja, gut. Teleborg oder Mieters. Ich brauche breite Reifen. Geht nur Standard, ne? Das sind optisch gesehen. Kann ich nicht drehen. Achso, hier. Maus. Ich brauche relativ breite Breiten. Also so kann man sehen. Mieters.
Michelin ist schmaler, Nokian ist noch schmaler, Trelleborg ist auch noch schmal, Midas, das ist ganz gut. Kostet der 52.000, das geht. Kostet ja nichts, ne? So, der braucht eine Schaufel. Ja. Zurück. So. Kompaktlader für Radlader. Ich habe mehrere Schale da. Das ist einer Volvo 3000. Ein bisschen groß, ne? Für Volvo. Universal. 15.000. Hochkippschaufel. Oder hier Fliegel 6.000. Ah, wie sieht man, ob der das packt vom Gewicht her, mal sehen. Überraschen lassen, ne? So. Das wäre das. Fehlermeldung? Ne, bin ich jetzt nicht. Blocking, muss er warten am Feld. Wir haben nur ein Mais, ne? Häcksler, ne? Von daher ist es extra gut. Ja, ein bisschen Stau, das ist okay. Hauptsache, wenn du lange der arbeitet, ist es okay. Der braucht noch 5 Stunden, na gut, die ganze Nacht. Schön bunter, ne? Könnte sein, dass es vorne so schwer ist. Könnte. Aber ich will ein bisschen mehr Teil, ne? Das andere Teil für Verteilen würde ich nicht nehmen. Hat mir bei der Marsch immer reingeschleudert. Wäre aber eine Option zur Not, ne? Hauptsache die Farmer das Zeug nehmen alles raus. So wie bei Kursplay. Das ist natürlich schlecht, ne? Wenn ich alles wieder reinfahren müsste. Aber ansonsten wäre das erstmal ein guter Anfang. So, KI-Fahrzeuge fahren nicht. In Ansicht ist besser. Ja, der macht 43 km/h, das ist okay. Das sind die Fahrzeuge halt, die sind die haben mehr auf Kraft als auf Schnelligkeit, ne? Und die weiten Strecken fahren sie eigentlich mit dem Rad, mit dem Transporter, ne? Aber ich mach mal, wo fahren die denn lang? Ja, irgendwo fahren die, wenden sie irgendwo. Ich glaube, da ganz hinten kann man wenden. Muss ich mal schauen, ob ich da was verbessern kann, also im Kurs. Eigentlich müssten sie da. Ja, der eine ist ja rumgefahren und die anderen ja da. Also, das ist schon merkwürdig, ne? Na ja, gut. Solange die Ernte läuft, die fahren ja relativ lange. 5 Fahrzeuge. Wird schon funktionieren. Müssten eigentlich mal so eine 5 Ständefahrzeuge kaufen, also ein Fan-Prinzip. Das wäre auf Dauer besser. Aber gut. Vielleicht muss ich mal sehen, dass ich doch ein anderes Silo kaufe. Aber ich denke mal, jetzt kommt der neue Krater. Jetzt brauchen wir keine Gebäude auf, ne? Kilometer will ich auch noch bedienen, also das kann er mal arbeiten. Der ist nämlich schnell voll, ne? Das ist das Problem. Dann werden 5 Fahrzeuge fahren, alle fahren da rein, dann kannst du mal sehen, wie schnell das Ding voll ist. Und dann ist heißt irgendwann mal hier Schluss aus, wo mit 5 einigermaßen geht, von der Geschwindigkeit her. So. Position war gewesen, ne? Wo unser KI-Fahrer eigentlich nicht so Rücksicht nehmen, ne?
Ja, da muss ich noch einen Punkt machen, wo ich beladen kann. Ne? Eine später Silage. Ne? Das kann Aureife auch. Also ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Also ja. Da gibt es auch ein Total von Holger. Ne? Also von daher würde ich mal guten Mutes, dass ich mal irgendwie hinkriege. So, die ersten zwei, also liegen schon. Ja, die erste Reihe liegt genau. Was ist da los? Blockieren sich gegenseitig. Das ist schlecht. Dann muss ich mal die einstellen am zweiten Punkt. So, und zwar Hexler, abladen Level. Parken im Feld, ja, Bienenladen Standard, Ausfahrt Standard, hinterm Start anwenden. Und abschicken. Nicht vordringeln. So, die Masse ist noch gleich hier, hinterm Start. Hinterbau, ist aber. Gleich mal gucken. Wo fahren die eigentlich lang? Das ist mal die Frage, ne? Müssen wir gucken, ne? Ob wir da was machen müssen. Ja, sinnvoll, ne? So. So weit laufen will ich auch nicht. Speichern. Dann werden sie fahren, stehen sie nicht im Weg, ne? Tach, Junge, bist du da? Ja, Licht war genommen, einiges gekauft. Mal sehen, wie er macht und meistert, ne? Der soll ja ein bisschen verdichten und vor allen Dingen verteilen, ne? Ja, noch brauchen wir nicht verteilen. Wir müssen nur gucken, wie es besser geht mit dem Ranfahren hier. Gefällt mir so nicht. Müsste ich eine andere Ausfahrt machen, ne? Ja, irgendwas Probleme. Technisch gesehen. So. Tja, dann mach ich das am besten, ne? Dass er rausfährt. Straße. Dazu müsste ich ihn von hier rauslotsen und von da hinten auch rauslotsen, wenn er da lang fahren kann, ne? So. Dass er weiß, er kann hier rausfahren, das ist ja leichter für uns alle, ne? Dann müssen wir nicht alle die große Runde fahren. Einmal von da, einmal von da oben halt, ne? Hat er sich festgefahren? Von hier mal ausfahren. Hinterm Baum, ne? Kann ich ihn vorbeifahren, den Bruder hier?
Fällt auf 13 rauf. Nicht so einfach. So, gut. Oder nicht gut, ne? Wenn wir hier mal anschließen jetzt. Jetzt war hier. Prima. Das sollte genügen. Sollte jetzt besser klappen. Hoffe ich jedenfalls. Mal wieder weg. Und da gucken wir nebenan wieder an. Ja, das ist da. Dann werde ich hier noch ein bisschen dichter aufbauen können. Ja. Also guck, zwei Spuren drinne. Ich habe ja eigentlich vier Traktoren eingestellt, ne? Mal sehen, wollen wir nicht. Vier Stück, ein bisschen düster, ne? Müsst ihr mal gucken hier, ob man was kaufen kann. So. Dekoration. Groß, manuell, groß, automatisch. Das ist mal neu. Seit wann habe ich denn das drauf? Mir vorher nicht aufgefallen. Hier muss ich mal gucken. Drehen. Die richtige Richtung am Feld ist immer blöd, ne? Weil das immer, weil das immer ungünstig ist, ne? Aber auf dem Dings geht nicht, das ist blöd. Lieber gewesen. Gut, dann machen wir es hier. Und da auch ungünstig ist, weil ich da noch ran will wegen. Hier wäre es optimal. Da haben wir mal Licht. Da geht's. Also der Regen nervt, oder? Der andere fährt dahin. Passt. Da haben wir schon mal ein bisschen ausgeleuchtet. Und dann stellen wir hier mit denen dazu, da sind ein bisschen größer. Ein bisschen heller. Mal gucken. Ah, so ist noch alles verkehrt. So ist richtig. Ich glaube, ein bisschen heller sogar. Ja, passt. Gut, da wollen wir nichts machen. So muss halt mal reichen. Hier runtergehen. Die Förderbänder muss ich mal entsorgen. Jetzt kommen sie angefahren, die Brüder hier. Ich hoffe, dass ich mal auch entsprechend hier abkippen, ne? Du bist ja leer, ne? Da fahren die beiden leeren. Können sie gleich verdichten, das passt ganz gut mit Breitreifen. Müsste man die anderen Traktoren aufrüsten mit Breitreifen. Das ist praktisch. Der grüne ist in der Mitte, das ist ideal, ne? Da fehlt ja noch was, ne? Dann können wir den Fendt auch noch mit einem Gewicht ausstatten. Und dann können die alle nebenbei verdichten, bei Gelegenheit. Super, das klappt. Das ist, ich würde sagen, perfekt, aber sieht noch gut aus. Mit den Ausfahrten von den Feldern soll auch ganz gut klappen. Und dann schauen wir gleich mal, ne? Steigen wir ein hier. Da können wir gleich mal drüber fahren, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ja, hoffe ihr, vielleicht kommt ihr morgen auch mal rein, ne? Ist ja schön, ich würde mich freuen. Also mal tschüss und winke winke. Ja, morgen geht's hier weiter.
in Thüringen, ja, morgen, ja, morgen garantiert, alle jeden Tag, ne? Ja, bis dann, ne? Ciao.